Nein, immer häufiger engagieren sich bekannte Menschen für die gute Sache. Auch Dagmar Kögel, Ex-Frau von Ralf Siegel, hat ein Charity-Thema gefunden. Über das Internet versteigert sie gemeinsam mit ihrem Mann Karl-Heinz Kögel unter anderem Treffen mit Prominenten. Der Erlös geht an Kinder in Not. Für die gute Sache lässt sie einiges mit sich machen. Dagmar Kögel, eine moderne Charity-Lady. Aus der Ehe mit Komponist Ralf Siegel hat sie eine 14-jährige Tochter. Mit ihrem neuen Mann Karl-Heinz Kögel versteigert sie im Internet Dinge, die man sich nicht kaufen kann. Ich habe da eine Geschenketasche dabei. Das ist zum Beispiel der Tennisschläger von Roger Federer, signiert. Das ist der getragene Anzug von Maria Riesch. So, und da habe ich den ungewaschenen Schal von Jogi Löw von seinem letzten Länderspiel. Und ganz tolle Manschettenknöpfe von Clinton. Der ehemalige amerikanische Präsident ist ein guter Freund ihres Mannes. Beste Kontakte, Gold wert, auch für die Versteigerung von Promi-Treffen. Wie diesmal in Mannheim mit dem Graf von Unheilig. Jetzt kommt unser Gewinner. Schön, dass Sie da sind. Ja, freut mich auch. Hallo. Mit ihrer Internetauktion United Charity hat Dagmar Kögel in knapp einem Jahr über 300.000 Euro für Kinderhilfsprojekte eingesammelt. Jeder kann mitsteigern, wenn er Prominenten wie dem Graf ganz nahe kommen will. Das finde ich. Servus, hi, Servus. Graf. Dagmar. Hallo. Kögel. Ich freue mich ganz herzlich. Dito, ich mich auch. Ihr seid Hallo. Die Gewinner. Ja, herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung, ich sage immer. Kurz vor seinem Konzert erfüllt der Graf geduldig alle Wünsche seiner beiden Fans aus Hannover, die sich das Treffen mit dem Star haben einiges kosten lassen. Für den Graf keine lästige Pflicht, er nimmt sich gerne Zeit, um zu helfen. Das ist ungefähr so klassisch gesehen, wie wenn man der Omi über die Straße hilft. Und wenn sie an der anderen Seite angekommen ist, dann ist das ein ganz tolles Gefühl, wenn man weiß, Mensch, man hat gerade eine gute Tat gemacht. Und genauso ist das auch, wenn man so Kleinigkeiten, es ist ja Kleinigkeiten, aber trotzdem kommt eine riesige Summe bei raus und das ist total super. Ich freue mich ganz arg, dass ich Sie persönlich treffen kann und finde es schön, dass ich mich auch persönlich bedanken kann. Gerne. Dankeschön. Bitte. Ja. Darf ich mal knuddeln? Ja. Ich wünsche Ihnen drei, machen wir dreimal. Mach viermal, gerne. Dagmar Kögel will mit ihren Internetauktionen noch viel mehr Geld für Kinder in Not auftreiben. Deshalb ist sie immer auf der Suche nach neuen Promis, die sich so gerne versteigern lassen wie der Graf.